Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Video zu dem Mystery Disney Diamond Painting. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch viel Spaß. Hier haben wir unser Mystery Bild in 48 Felder eingeteilt. Habe ich auch schon eingeschnitten. Sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Und ich hatte erst überlegt, einen Zufallsgenerator zu nehmen. Also das alles durchzunummerieren, Zufallsgenerator zu nehmen und die Zahlen dann zu machen. So habe ich jetzt aber einfach die Nummern nicht der Reihe nach, sondern quasi willkürlich. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel die 31 neben der 45, die 21 neben der 40 und so weiter. Und dann will ich einfach nach der Reihe gehen, aber halt, hier ist zum Beispiel die 1. Also wie so ein Adventskalender, bloß, dass ich 48 Türchen habe. Ja. Ja, und dann werde ich dann einfach, wenn ich dann soweit bin, dieses, okay, das wird ein bisschen fummeliger, als ich dachte. So. Werde ich einfach abmachen. Das dann painten. Und dann zum nächsten Kästchen weiter wandern. Ja, soweit der Plan. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen schräg geworden. Muss mal gucken, ob ich überall so schräg geworden bin. Dann muss ich nochmal nachschneiden. Ja. Guti, dann schnappe ich mir mal meine Glitzersteinchen. Dann werde ich die Kamera ausrichten. Jo. Okay, dann wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß. Euch mag vielleicht auffallen, dass ich wirklich immer nur einen Stein setze und nicht den Multiplacer benutze, außer ein einziges Mal, wo ich es irgendwie vergessen habe, weil ich das bei diesem ersten Feld einmal gemacht habe und ich fand, es sah total witzig aus und habe mir gedacht, das mache ich jetzt für das ganze Bild. Wie gesagt, bis auf einem Feld, der Anfang, habe ich auch tapfer durchgehalten. Aber mal schauen, ob ich das im dritten Video genauso gut schaffe. Thank you.
So, da sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich habe ja die Zwischenzeiten nach jedem Feld aufgeschrieben bzw. eingeblendet. Und für diese 24 Felder waren es tatsächlich 9 Stunden und 34 Minuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dreimal übergerechnet. Ich konnte es irgendwie nicht glauben, aber doch, es passt. Ja, so kann man sich täuschen. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit dem hoffentlich Rest des Bildes und dem Kitting Down. Theoretisch haben wir genug Zeit dazwischen, aber versprechen tue ich nichts. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss.